Die Damen des FC Rot-Weiß Rangweil empfingen in der zweiten Bundesliga Mitte-West den FFC Vorderland Derbytime, also auf der Gastra. Und die Gäste kamen in der sechsten Minute zur ersten guten Möglichkeit, ein Superpass an den Elferpunkt, aber Jasmin Grill kommt nicht richtig an den Ball. 3 Minuten später dann die Ranglerinnen, Katrin Fröhle aus gut 20 Metern mit dem Schussversuch, der aber nicht wirklich gefährlich, somit weiterhin 0:0. Gleich darauf wieder die Heimmannschaft, Elis Eiler mit dem langen Ball auf Plörer, sie mit Übersicht und der Auflage für Stadelmann, Torfrau Sarah Traxel kann aber gerade noch eingreifen. Der nächste schöne Spielzug der Ranglerinnen dann in der 14. Minute. Der Ball läuft gut durch die eigenen Reihen und Veronika von Brühl kommt zum Abschluss. Der Schuss aber genau auf Traxel, somit nichts mit der Führung. Es ging Schlag auf Schlag, die Ranglerinnen drückten auf den Führungstreffer. Wieder ein perfekter Pass in den Lauf, aber wieder ist es Traxel, die ihren Kasten super verteidigt. Aus einem Konter kommen dann die Gäste zu einer guten Chance. Hanna Weiß zieht Richtung Tor, der Abschluss dann aber nicht geglückt. 5 Minuten später dann ein Freistoß für den FFC Vorderland. Der Ball geht direkt aufs Tor und Adlasnik kann mit Hilfe der Latte das Tor verhindern. Und auch im Nachsetzen wurde es nichts mit der Führung der Gäste. Es geht in die 32. Minute. Schöner Pass auf Jasmin Grill, die lässt die Verteidigung stehen und zieht ab. Das 0:1 für den FFC Vorderland. Gut 10 Minuten später gleich die nächste Chance zum Ausbau der Führung. Dieses Mal kann die Rankweiler Verteidigung aber gut klären. Wir sind nun bereits in der zweiten Hälfte und die Ranglerinnen beim Freistoß. Elis Eiler tritt an und versucht direkt, der Schuss aber kein Problem für die Torfrau der Gäste. Selbes dann wenig später, aber wieder ist es Traxel, die sicher hält. Auf der anderen Seite dann diese Szene, die Gäste im Angriff und Grill steht plötzlich alleine vor dem Kasten, aber auch Adlasnik beweist ihre Klasse. Eine gute Gelegenheit dann noch für die Heimmannschaft. Schnetzer setzt sich im Strafraum gut durch, der letzte Pass kommt aber nicht an und somit steht es weiterhin 0:1. Dann ein Fehler in der Abwehr des FFC Vorderland und Gasparini mit der Riesenchance, diese aber zunichte gemacht und auch im Nachsetzen klappt es nicht mit dem Ausgleich. Die Ranglerinnen versuchten alles, Freistoß von rechts, der Ball kommt gut, aber der Kopfball landet über dem Tor. In der Nachspielzeit dann nochmals die Chance zum Ausgleich, aber wieder gelingt das Tor nicht und somit blieb es am Schluss bei der 0:1 Niederlage des FC Rot-Weiß Rangweil gegen den FFC Vorderland. Es ist einfach immer Derby, ich weiß auch nicht, warum uns die immer schwer tun. Die anderen Spiele haben wir souverän gespielt und haben souverän gewonnen. Wir können einfach nicht die Leistung abrufen bei Derbys. Ich weiß nicht, ist es das Mentale, was wir haben, oder der Druck, dass jeder von uns erwartet, dass wir die Nummer 1 im Land sind, dass wir die natürlich weghauen, hört man von jedem Spiel, die hauen da weg. Und dann ist ein gewisser Druck da und anscheinend können wir mit dem nicht so gut umgehen. Einerseits sind sie eine der besten Torfrauen in der Liga, wenn nicht sogar, ja, mit unserer die Beste. Berg haben wir dann eine gute, andererseits sind es wieder die Nerven, ja. Keine Ahnung. Ja, es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben leider die Chance in der ersten Halbzeit nicht genützt. Haben ein Tor bekommen, keins geschossen, in dem in logischer Konsequenz 1:0 Niederlage. Die Torfrau von Vorderland hat natürlich sehr gut gehalten. Die hat unsere besten Chance zunichte gemacht. Aber ja, es ist noch nichts vorbei. Es ist jetzt eine Niederlage. Nächste Woche kommt der Spitzenreiter oder wir fahren zum Spitzenreiter. Da geht es schon wieder von neu los. Das heißt, in die Zukunft blickt man positiv? Auf jeden Fall. Also ein Spiel mache ich mir keine Gedanken.